dass der Sebai Moravec die mit Kniebandnase spielt, müsste man eigentlich mal so einen Motor einbauen, dass sie dann höher hüpfen kann, oder? Ah, die rote Nummer 1. Die rote Nummer 1 mit großer Kniebandage. So, in welche Richtung geht jetzt der Ball am besitzende Pfeil, wenn jetzt Herne Einwurf hat? Nächstes Mal bekommt Nördling, genau. Das hören wir uns noch nicht. Und die 24-Sekunden-Uhr wird auch hochgestellt. Ja, ja. So, dann könnten wir jetzt mal langsam anfangen, bitte. Ja, diesen kurzen Moment der Überzahl haben wir nicht ausgenutzt. Ja, die Elf ist auch mit einer, ich sag mal, ungewöhnlichen Aufstellung. Ich meine, das sehr schön, schöne Anspiel. Pick and Roll ist, dass Leonie Kambach startet, ist gewöhnlich, aber Marianne Aschlin-Lagemann hat heute am Starting Five. Hier war jetzt gerade keine Hilfe da von der Weak Side bei den Angels, da war ein einfaches Pick and Roll möglich und da ist, das hat sie uns letztes Mal gezeigt im Heimspiel, da der erste verworfene Dreier von Hinterdeckport hier bei uns in der Hand. Naomi, wie komme ich jetzt auf Lindsay? Gut so. Oh, das war auf der... Ah, haben sie sich nochmal gut befreit aus dieser... Sah erst etwas misslich aus, aber gut gelöst. Nicole Brochlitz mit den ersten Punkten hier für die Angels. Der Block wird hier geswitcht und dann haben wir ein Mismatch, konnten sie nicht. Ja, aber dann war eine Rotation, wurffrei, Treffer. Ja, Herne ist gut ins Spiel gekommen, würde ich sagen. Nördlingen hatte ja schon häufiger das Problem, dass so die gut so schön davon Mariama und die dann den verlegt sie. Wenn das die Antwort, ja, haben wir Glück gehabt, das wäre nicht cool, wenn das eine Antwort wäre. Das ist aber. Ja, und hier, ja, Herne ist dermaßen im Spiel. Ja, aber es ist auch vorgewild, was hier, also, hier der Pass in den Rücken, den, ja, den legt... Ja, da bringt nicht die richtige Spielerin auch den Ball nach vorne. Das ist klar, dass sie das nicht machen muss, aber ist dann auch schwer für sie. Nicole hält uns. In der Offense wenigstens. Leonie, ja, mit viel Einsatz da. Ja. Ja, hier. Gut so. Holt ihr den Ball. Eieieiei. Okay. Da ist offensiv irgendwie, ja, noch kein Zug drin hier bei den Angels. Ja, das. So, jetzt. Keine schnellen Bewegungen, sollte man... kann man gut verteidigen, wenn man... Schöner Pass. Und da ist sie.
Jawohl. Da ist sie körperlich überlegen. Gutes Foul, gibt Baseline-Einwurf. Ich wollte gerade sagen, Tyler Mingo da mit einer klugen Entscheidung, das Foul zu ziehen. Und Baseline-Einwurf und Dinge, das ist ja auch so eine Geschichte. Das sah gut aus, hier aus dem Baseline dann Dreier von außen zu nehmen. Ist ja Nicoles Paradedisziplin, der ist zu kurz. Ah, sehr gut aufgepasst. Hatte die bessere Position unterm Korb und der Ball ist ihr in die Arme gefallen im Grunde. Gibt es dafür einen Assist? Da musst du die Statistikspezialisten fragen, das kann ich dir gar nicht sagen. Oh, das war ein... Und zieht durch. Ja. Könnte man mal vielleicht pfeifen? Ja. Die kommt schon ein bisschen spät, die Auszeit. Ja, weil es steht 2-12 hier. Schüttelt euch. Ich muss mich auch kurz schütteln, weil... Ja gut, jetzt kann es nur noch besser werden. Also das ist das Einzige, was das ich... Das kann so weitergehen. Wir machen auch weiter mit dem gleichen Personal. Keine personellen Änderungen. In der Luft gestanden hier von Brandy, dass sie hier noch den Abschluss nehmen konnte. Giovannas Motto hat er, glaube ich, fast noch den Schiedsrichter abgeräumt. Und Brandy Beasley sauber von der Linie. Oh, schöne Falle hier. Wow. Also ja, ich hätte noch nicht mal mehr gewusst, wo der Korb ist. Ja, Brandy hat eine tolle Körperkontrolle und auch sie wird es auch heute mit ankommen. Ich denke, das sieht sie ja an und sie ist wirklich da. Gut so. Ja, hätte den Ball auch gerne gehabt. Und jetzt sehen wir das erste Mal Enya Wixne und Lisa Berthold. Viel zu einfach, weil so eine Cut-Verteidigung, die muss viel besser verteidigt werden, ganz klar. Schöner Pass, gut so. Ah, wie geht der denn wieder raus? Das glaube ich doch nicht. Ja, kaum ist unser Assist-Monster aus Lettland, aus Litauen da. Sie durchgehen, hat sie schön gemacht. Ja, aber den muss sie doch machen. Tipp. Das war der Korbleger, sollte der Korbleger, der eigentlich schon drin war, nochmal in der Replay wie Danke an die Regie, das war ja wirklich sehr cool. Schöne Bilder eigentlich, ne? Also so vom ästhetischen Gesicht. Ja. Bringt uns nichts, aber schön macht. Und alle in Herne haben sich da doppelt drüber gefreut, glaube ich, das nochmal zu sehen. Ja, da ist unsere Schützin. Sehr schön.
So, die Angels sind wieder dran. 10-12. Ein taktisch klug verworfener Freiwurf davon. Gibt 3 Punkte aufs Konto. Und jetzt sieht es zumindest, was das Board an. Oh, sehr gut gemacht. 3-2. Kommt wieder ein schöner Pass zustande. Sehr schön. So, und die Ausleitung auf Herder Seite, weil es steht 12-12 nach 2-12. Ja, das sind die Fans. Mathis hat jetzt erstmal seinen Angel selber schwer gemacht. Jetzt hat er die richtigen Mädels gefunden und die haben jetzt diesen 10-0-Lauf gestartet. Stehen hier bereit für Zone, so wie das aussieht. Ne? Und ich hoffe, so geht's weiter. Ja, mit dem, was wir Starting 5 spielen. Oh, was ist denn das für ein Kopfschutz? Ja. Bei Tretschak. Oh, das ist, wow. Das war noch die schwerere Variante, sich da nochmal über die linke Schulter zu drehen, aber wer trifft, hat recht. Sehr schön, sehr schön. Ja, mit Überzeugung zum Korb, eine schöne Finte vorher. Die Gegenspielerin konnte noch reagieren. Ja, sie war trotzdem stabil genug. Ja. Haben wir da? Ein Blutwechsel, glaube ich. Ja. Muss vielleicht mal kurz unsere Abteilung hin, oder? Weiß ich nicht, ich glaube, also ich vermute mal, dass es dann, vielleicht war es irgendwo ausgefallen, hingerutscht. Ausgerutscht, hingefallen. Danke. Ja, nichts Großartiges, muss er halt kurz runter. Ja, ich glaube, der Schiedsrichter kann auch nicht innen reingucken und sagen, hey, dann kostet man das gewissen. Ja, Gott sei Dank nicht. Da wird vielleicht ein kleiner Cut oder irgendwie sowas sein. Ja, gut so, jetzt ist die Verteidigung griffig. Ja, der ist auch nicht schlecht. Gut, dass wir den Ball behalten haben, sehr schön. Und da nice. Haben wir... Da haben wir etatmäßige Dreierschützin Rosa Retoranta, die sich hier gleich mal cool einfügt. Oh, der geht gar nicht. Ja, wie ausgewechselt im Moment, ne? Bei Herne. Ja, das war nicht unsere. Hast du gehabt? Diese Maske hier, die ist vorne durchsichtig, deswegen sieht man es nicht. Ich habe erst gedacht, das ist ein Zopfhalter oder so. Sehr schön, sehr schön. Aber macht natürlich mehr Sinn, so eine Maske in durchsichtig zu machen. Da hört man ja schon immer wieder, dass da das Sichtfeld durchaus auch eingetrübt ist. Der Move eigentlich von Reeves geht erst zum Korb und dann dreht sie sich doch wieder auf mit dem Fadeaway. Ja. Hui. Sauber. Nochmal ein von der Ecke. Elfes Ball und Leonie Kambach kommt zurück zusammen mit Nicole Brochlitz für Naomi Davenport und Randy Beasley. Mal eine verlängerte vierte Pause. Oh. Oh, steht die frei? Ich glaube, das war so gewollt, war ein schönes Setplay, wo zum Schluss
das rauskommen soll. Dass das kein Zufall war, habe ich mir gedacht. Aber dass das trotzdem so funktioniert, ist ja dann schön. Schöne Bewegung. So, wir haben noch einen kleinen Unterschied. Waren sie gut, waren sie wachsam dran. Und da gibt's, muss man zum... Aber... Das ist jetzt Dusel, jetzt. Also das ist, kann man nicht mehr anders sagen. Hier ist gute Verteidigung. Bleibt beim 20 zu 14 für die ersten 10 Minuten. Die Angels haben sich geschüttelt nach einem Katastrophen. Das ist... auch nicht lustig und du hast recht, die vorgezogenes Testspiel. Ich denke, Salui wird sich Nördlingen gewünscht haben. War ja dann ganz praktisch, dass es auch so gekommen ist. Auslosung war, wie ich gehört habe, ja nur so semi-gut zu verfolgen. So zugepackt, sehr schön. Schöner der Rebound von Leonie Kambach. Und jawohl. Machst du das Ding direkt rein. Gute Aktion von ihr, ja. Sie braucht ein paar Erfolgserlebnisse. Schön, wenn wir das noch ein paar Mal sehen heute. Sie ist heute unterm Korb wichtig, weil Erika nicht da ist. Ja, irgendjemand hat da gepennt. Auf Herner Seite haben sie natürlich auch schön ausgenutzt, dass da jemand gepennt hat. Ja auch dazu sagen. Vorsicht. Sie stammt. Oh, nehmen sich den Ball beide zusammen, gemeinsam weg. Das war jetzt der zweite 1 gegen 0 Korbleger, den sie da... Ich weiß auch nicht, ob sie stand mit der Fußspitze über der Mittellinie, ob das nicht auch ein Rückspiel gewesen wäre. So, jetzt gibt es eine Zone von Herne. Ich finde, das sehen wir viel zu selten von den Mixer, dass sie auch mal den Ball Richtung Korb bringt. Sie ist immer sehr assistfreudig. Schöne Bewegung da von der Frau mit der Maske. Ja, da hat Lisa nicht aufgepasst. Schneller Handwechsel und das war Trzeciak. Die Polin, die hat hier... Die hat sie verladen. Einen coolen Drive zum Korb, ja. So, und mit zwei nicht erfolgreichen Filmwurfs bitten wir Rosa Leitoranta auch wieder zum Spiel. Was, astreines Ding. Gut so. So ein kleiner Mini-Floater von Eli und da schon wieder. Gut gesehen. Autsch. Vorsicht. Was macht Nicole? Das, was sie... Reeves ist, Reeves ist unhappy, würde ich mal sagen. Da gab es noch... Wir kommen jetzt auch gleich mal noch ein bisschen... Oh, da, die sind... Oh ja, ich sag nichts. Ich kann sie gut verstehen. Ich kann sagen, es klingt so, als warst du früher nicht anders. vielleicht, naja, ist auch schon ein bisschen spät, uns dieses nochmal anzugucken. Wir lassen es einfach gut sein. So,
Und der Obi Davenport ist da jetzt zurück. Ja, da ist... Da ist mit Mikko eine super Verteidigung am Ball. Und das hat sie jetzt gut gemacht. Dass sich da Eni richtig schwer tut. Sauberer Dreier da. Ja, Herne ist auch wieder zurück. Jawohl. Ja, das war umständlich. Direkter Weg mit dem Korbleger abschließen. Glück gehabt. Rosa Littorand oder ganz frei da draußen. Sehr schön. Letztes Jahr gab es ja dann immer die Dreier von Papa und jetzt ist es Roro Rosa. Das war ein guter Move, kannst du ja gar nicht verteidigen, den Abschluss, wo sie da den Ball herholt über der Schulter. Ah, gut so. Gut so. Ein Foul, das sogar beide Schiedsrichter gleichzeitig gepfiffen haben, das glaube ich, war also, wirklich dann nicht, eins. Also. Wenn das kein Foul ist. Hey, Herne kommt Smarto zurück. Bandagiert ein Knie. Und ich vermute, Mariam darf dann für Berthold rein. So ist es. Pass. Ja, das, da ist unterm Korb natürlich die 21 fast doppelt so groß wie Brandy. Ja, zumindest gefühlt. Jetzt, hier haben wir den Wurf, den wir wollen. Dafür, dass man nach 23 Sekunden vorne war, hat man jetzt nur ganz schön weit runterlaufen lassen für Herne. Nice. Aber schöner Abschluss hier noch. Ja, wir sind wieder ran auf 3. Ein richtig schöner Move hier von Minko. Hat da ja, jetzt wieder alles spitz auf Knopf hier. Bei Nördlingen ist es fast wieder die Starting Five. Schöner Pass. Gut aufgepasst, aber da mal eine Schützin von außen. Ja. Ja, gefühlt ist es mal. Gefühlt ist es bei Herne so, dass seitdem Smarto wieder da ist mit dem verbundenen Knie, geht es besser. Also vielen Dank, Tina, nach Fuerteventura. Ich muss das ja mal korrigieren. Wir haben hier zwei spanische Mädels, die uns zuschauen und anfeuern.
und Tina kommt, Tina, naja, Lehnertz, wissen wir ja alle, Tina Löffler hat mich gerade korrigiert und mir mitgeteilt, dass man nach St. Louis 4 Stunden fährt. Das lässt vielleicht auf dein Fahrstil schließen. Tina, danke dir und drück uns die Daumen. Liebe Grüße. Ein Fuerteventura ist, glaube ich, jetzt auch angenehm. Ich glaube, ja. Schöner Pass hier auf die Wegseite. Oh, ja, gut. Smotter räumt sogar noch auf. Das ist sehr löblich, muss man ganz ehrlich sagen. Also vorbildlich. So, bei Nördlingen haben Davenport und Letoranta ein Päuschen bekommen. Das war ja auch wie mit dem, wie sagt man so schön, mit dem warmen Messer durch die Butter, da war wirklich keine Gegenwehr. Schöner Zug zum Korb. Ja, Salui verteidigt schon. Über Salui gesprochen. Herne verteidigt schon sehr viel aggressiver am Ball jetzt. Das machen die Angels überhaupt nicht so gerne. Wer mag das schon gerne? Baseline zumachen. Oh. Ja. Die Chance aufs Entworfen fürs Medilikova. Mariam aus der Lagemann. Leonie Kambach zurück auf die Bank. Naomi mit einem ganz kurzen Päuschen. Und Annie ist auch wieder da. Das ist für mich so eine Wohlfühl-Fight hier, würde ich jetzt mal sagen. Das, was wir jetzt haben, meinst du? Ja. Ja. Gut gemacht. Ah, da möchte im Moment, fällt nichts rein. Dann sind wir zu langsam zurück. Und bei Herne ist man zu schnell, um den Ball auf die Dreierlinie. Schön gespielt, hat Nicole auch zwei Anspielmöglichkeiten gehabt hier bei dem Drive in die Zone. War gut gemacht, nur ein kleiner Schrittfehler. Das war ein kleiner Schrittfehler zu viel halt leider. Ja. So. Da waren die vielen Herner Hände des Hasen tot. Ja, da ist aber Naomi für Rebound und der Korb echt auch vom Timing her hat sie gut gemacht und sie kann auch dann den Ball vorbringen. Sie schon öfters gezeigt. Gut so. Gut so. Ich
Da war zum Glück nochmal der Finger dazwischen hier von Randy Beasley, weil Taylor Mingo hat sich da schön durchgesetzt eigentlich. War eigentlich schon fast eine klare Sache, dass sie hier im Kopfleger machen wird. Ich habe schon angesetzt zu schimpfen, sag mal, wie kann die denn da so frei durchgehen? Eigentlich. Ja, schönes Inbound-Play. Dann Baseline, Inbound, super funktioniert. Wünschte mir, dass es bei den Angels auch mal so klappt. Immer aggressiv am Ball, schau die Gegenspielerin. Da fehlt sie dann unter dem Korb zum Rebound. Ach, come on. Ja, das war, glaube ich, eher so ein Übermut jetzt gerade nach dem verworfenen Dreier. Glücklicherweise sind wir ja mit dem Mannschaftsfaul irgendwie nicht in Trouble, weil sonst hätte es hier noch Freiwürfe gegeben für so einen unnötigen Pfiff. Aber gut, scheiße. Das gesagt, eher faularm, würde ich jetzt mal sagen hier. Oh, schön! Oh, schön! Mal, was ist hier denn los? Und den noch einen Abschluss hinbringen, ja. Also nicht schlecht, das war jetzt mehrmals gerettet auf Messers Schneide. So, Randy Beasley dirigiert hier das Konzert, das weiße Ballett. Aber irgendwie ist da wenig Bewegung drin gerade. Gut aufgepasst wieder. So, ja. Hat sie die Uhr im Blick? Hat sie die Uhr im Blick? Ah. Oh, nee. Ja, das gibt noch fünf. Wenn er pfeift, dann muss... Ja, genau. Eieieiei. Das war jetzt echt... So, die Chance zum Ausgleich für Herne. Ja. Ja, das war Mist, war das eigentlich. Eine lange, souveräne Vorstellung der Angels hier kurz vor... Ich hatte das Gedanken, als dass man jetzt hier schon eine Prognose abliefern könnte, aber... Ja, vielleicht ich glaube, ja vielleicht sind ja jetzt auch Nördlinger der Meinung, dass Herne gewinnt. Ja. Das glaube ich jetzt eher nicht, aber es wird hier schon nochmal, müssen wir uns schon nochmal strecken, dass das hier was wird. Das ist ärgerlich. Hat sie sich durchgetankt, ja. Aber sie hat fast so einen akkuraten Mittelscheitel wie die Tanzgarde gerade in der Halbzeitpause. So, los. So, jetzt hier. Da ist unsere. Sehr schön. Ich schaue mir ja Würfe immer grundsätzlich echt gerne an, aber du kannst bei Nicole Baseline wieder offen. Wer hätte die denn zumachen müssen da gerade? Ja, die Ball ist weg. Die Leonie muss hier vielleicht den Hintern ein bisschen noch nach unten nehmen. Ja, die Verteidigungsposition und die Baseline schließen, das ist natürlich einfach der gefährliche Weg. Foul von Brandy, glaube ich.
Ihr zweites. 17, ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind hier noch weit davon entfernt, dass irgendwer in Foul-Trouble kommt. Weil ja, grundsätzlich ist hier mit Fouls ist noch alles in Ordnung auf beiden Seiten. Also wir haben Fouls insgesamt, Team-Fouls 6-6. Das ist sehr überschaubar. Der war nicht am Ring, also das sollte... Naja, gut. Wie hätte Kurt Wittmann jetzt gesagt, ob das der richtige Zeitpunkt für diesen Wurf war? Ja, war eigentlich ein bisschen mit einen Tick früher wäre es vielleicht gegangen. Ja, aber sie hat geguckt, Svetlikov hat dann nämlich gerade kurz weggeschaut. Und in dem Moment spielt sie den Pass. Also das war eigentlich das richtige Timing. Nur gut verteidigt jetzt gerade eben. Auch gut gemacht und Rebound. Oh, das habe ich auch anders gesehen. Ich hätte jetzt gesagt, Leonie war zuletzt dran. Leonie Kambach bekommt ein Päuschen und Rosa Letteranta kommt zurück. Starker Move jetzt hier von Brandy. Ich glaube, sie ist im 1 gegen 1 echt schwer zu stoppen, wenn sie da Fahrt aufnimmt. Hat sie jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Foul, ja. Da waren wieder die Größenvorteile klar für Svetlikova. Ja, ich glaube, da ist heute was bei ihr, die Dreierquote besser als von der Freiwurflinie. Sie hat ja doch einige jetzt schon verworfen. Na gut. Was? Optimistischer Pass. Solche Pässe kann nur Enya Wixner spielen. Ja, der war wirklich auch für Nicole zu tief. Hier mal ein bisschen aggressiver, richtig, dass man da auch Herner nicht so viel Zeit gibt, die richtige Entscheidung zu treffen, wo der Ball denn nun als nächstes hin soll. Da ist Herner sehr viel aggressiver in der Verteidigung. Ja gut, das war schön freigemacht, macht Brandy natürlich hervorragend mit dem Handwechsel. Ja, wie du sagst, im 1 gegen 1 ist sie da schwer zu verteidigen. Kommt unsere Assist Queen. Das reine Ding, ja. Schöner aus der Ecke. Müssen wir auch mal. Ja, da ist Eni nicht die Schützin, aber da macht sie einen Floater. Das
nicht die Schützin von außen. Hier ist die Schützin von außen. Glück gehabt. Meine Herren, was ist denn das für eine Offense hier, was sie da spielen? Sie holt sich den Ball zurück. Gusso. Da war kein Durchkommen erst. Verteidigt. Naomi, du bist im Weg. Gut so. Schön gespielt. Wie kann denn der wieder rausrollen? Ja. Sind hier die Ringe ausgewechselt worden und die. Wir müssen hier mal so eine Rubrik machen: The Science of Basketball und so. Hier sind nur die Ringe am Brett ausgewechselt worden. Also was da heute rausspringt, was eigentlich schon drin ist, ist ich auf Beizeit. Die sind in der Länderspielpause nochmal neu gefettet worden. Ja. Apropos Länderspielpause. Danny, wo hast du denn, hast du es live mitverfolgt hier? Die naja, live von zu Hause aus. Ja, wir sind ja nicht Vorstandsvorsitzende der DBWL und dürfen auf Kosten der DBWL nach Brasilien fahren. Ich hatte das Glück, dass ich Montag ausschlafen konnte und habe mir das Sonntag bis 2:30. Es war eine Schlacht. Ja, also das haben die Mädels wirklich unglaublich verdient. Und Svenny, die alte Svenny, richtig toll, was sie dort auch geleistet hat. Die Dreierschützin aus der Ecke, also ich habe es abgefeiert. Es gibt das war ein spannendes Ding. Eieiei, wirklich. Oh, schön an. Oh. Entschuldigung. Es gibt ja im Basketball immer wieder diese berühmten Flu Games. Wo die Jungs mit Erkältung gespielt haben. Wo Michael Jordan dafür gerühmt wird, dass er mit Erkältung gespielt hat und Fieber. Müssen wir nicht hier eine neue Kategorie einführen und von Shoulder Games, also was Sabalida, ne, Freiwürfe mit der schwachen Hand und so. Ist das nicht noch eine ganz neue Komponente eigentlich? Das ist ja, also das, wie ich das gesehen habe, ich habe es fast nicht fassen können. Ja, also sie hat die ersten Freiwürfe ja mit rechts versucht, die das gar nicht funktioniert hat, hat dann vieles mit links geworfen, hat auch Dreier getroffen, also und dann, da ist aber auch schwierig für eine Verteidigung. Wir schweifen ab, aber für eine Verteidigung aufzupassen, dass du nicht dich an dem linken Arm zu schaffen machst, aber es ist halt einfach so, dass man da sehr gut verteidigt gerade eben. Ja, Rosa hat da sehr schön die... Schön gestanden. Ja. Oh, da ist nix. Gut so, Vorsicht. Wow. Schade. Das hätte ich ja mal gegönnt. Ja gut, da muss natürlich Leonie ordentlich auch dagegen halten, dass sich da Reese nicht zu einer, zur perfekten Aufbau, zur Post-Up... Hey, Reeves ist halt einfach auch kein Fähnchen im Wind. Ja, ist richtig, da muss man schon ackern. Die Frisur lässt zwar vielleicht vermuten, aber die ist da eher so Fels in der Brandung. Hui. Ja, also die zwei werden heute auch keine Freunde mehr. Ach, das weiß ich gar nicht. Also ist das so, wenn man... Na, so ich meine, Schiedsrichter und sie, weil er jetzt hier die Schritte aufgebrummt hat. Sie hat auch bei dem Foul von Leonie erstmal kurz geguckt, was ist jetzt eigentlich gepfiffen worden. Da ist... Wow. Ah,
neue 24 jetzt dafür. Ja, da war eine schöne Rotation hier. Schöne Bewegung der Angels. Der Pass raus zu Nicole war ein bisschen hoch, sonst hätte sie gleich abdrücken können. Ich vermute mal, wir müssen hier die Shotclock, wenn wir jetzt raus müssen in die Kälte an den Ü-Wagen, um sich das nochmal anzugucken. Nee, ich. Das war schon. Hat er schon gut gemacht. Also da muss die Action auf dem Feld und dann muss er die Uhr noch sehen. Also. Respekt. Hey, ich hab's auch gesehen. Jetzt. Eieiei. Da ist sich so ein Wolf-Dribbeln immer nicht so die richtige Lösung. Achtung, Dreierschützin. Wir haben hier so ein Mini-Polster von 7 Punkten uns jetzt erarbeitet. Es wäre schön, wenn wir das so einigermaßen mit ins letzte Viertel nehmen. Oh, Glück gehabt. Oh, Leonie Kambach bekommt, weil sie sieht dann nicht so ganz glücklich aus, wie sie auf die Bank geht. Ja, komm, das wird. Yes, baby! Wuhu! Starke Phase jetzt hier. Ich wusste gar nicht, dass du Novi Davenport Baby nennen darfst. Ja, ist mir jetzt so rausgerutscht. Und hier noch eine gute. Aber da macht sich Reeves schön Platz. Ist halt auch ein beweglicher Felsen. So lange gewartet, der Block, der ist überhaupt nicht zustande gekommen, setzte sich trotzdem durch. Kidwell schickt Wechsel an die Linie. Das erste Mal heute, glaube ich, gell? Dass Annie an der Linie steht. Nicole Bochlitz geht und Maria ist in der Lage gekommen. Wir haben unser Küken heute noch gar nicht gesehen. Ja, Anna Löffler war heute noch nicht auf dem Feld. Ja, könnten wir uns gut so. Das ist Übersicht davon. Sehr schön. Von Davenport, die den da noch rauskickt, leckt mich am Ärmel. Schließen. Zu. Hier das Doppelteam, ja, dann ist natürlich hier gut so. So, Wechsel bei Herne. Svetnikova kommt zurück. Zusammen mit Robinson für Reeves und ja, haben jetzt eine lange Pause. Kidwell. Da geht noch was, ja. Haben wir eine lange Pause jetzt gehabt? Das sind schon auch die Wohlfühl-5 für Herne, würde ich mal sagen. Da war Moravec sehr happy über diesen Defense-Erfolg. Mhm. Ja, der möchte noch hier im Optimalfall 2 Possessions bekommen, wenn es gut geht. Aber ich. Ah ja, das sieht halt schon stark aus, ne? Dieser Wurf. Gefällt mir. 3 Punkte. Du wolltest ja mit 7 in die Viertelpause gehen, glaube ich. Ja, ne? Ich nehme auch 10, aber. Jetzt
Jetzt hoffen wir mal, dass es auf 7 bleiben. Ja. Ja. Aber das war ist die. Meine Herren. Da wird. Gibt es jetzt hier zwei Würfe? Ich hoffe ja, nicht, weil sie wollte noch mal passen. Teamfallgrenze. Ah, okay, dann von daher gibt es auf jeden Fall zwei Würfe. Ja. Aber da macht David Ford die Bahnstange runter und die zwei. Die verstehen sich aber gut, es war natürlich auch keine Absicht. Aber da hat sie sie natürlich ordentlich abgeräumt. Und die Angels ist über der Teamfallgrenze, deswegen gibt es auch dafür Schüsse. Aber Freiwürfe zum Viertelende hatten wir ja auch vorhin schon mal. Das hat ja quasi Tradition, könnte man sagen. Oi. Da sammelt sie sich noch mal kurz, glaube ich, weil... Drin ist drin, ist doch wurscht. Wie. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie den so noch mal werfen würde. Sicherlich, ja. Naja, dann will sie den schon eher so haben. So, Danny, da sind es nur noch 5. Ja. Wir gucken mal auf unsere Umfrage. Wir sind hier schon bei 2/3 zu 1. Noch nicht so erfahren miteinander. Ich will nicht sagen, sie vergeigen es häufig, aber... Ja, diese so eine abgezockte Cleverness da. Diese knappen Niederlagen hier gegen Keltern in Berlin. Ja, also wenn du eine das war natürlich auch, aber die Top 3 gegen... Ja, aber da fehlt... Da fehlt sie halt einfach an Cleverness, meiner Meinung nach. Ja. Deswegen ist es vielleicht jetzt gut, dass Randy Beasley hier mal gleich zeigt, wo der Hase langläuft und sagt, heute nicht. Leonie Kambach verdient sich die nächsten Freiwürfe. Sehr gut. Nummer 1. Und auch der zweite ist drin. Nummer 2 sitzt. Gut so. Sehr, sehr aktiv hier auch in der Pick-and-Roll-Defense. Wir müssen da als Center ein bisschen weiter rauskommen. Das macht nicht Spaß, aber das sind extra Meter. Ja, hätte ich auch so gesehen. Einwurf Herne. Hang loose, ja, sehr schön gemacht. Ja, von der Linie war sie gerade sehr erfolgreich. Wahrscheinlich war da die Sicht besser. Oh. Ja, sehr schön gemacht. Es war aber auch zu einfach. Ja,
Ja, Matthias Schmossnapper ist da im intensiven Austausch mit der Bank. Sehr stark. Komm mal. Ja, ich meine, sie könnte da immer vorbeigehen, Brandy, weil sie einfach da so flink ist. Ja, aber wenn du immer vorbeigehst, wirst du dann nicht irgendwann ausrechenbar? Ja, aber das war natürlich jetzt schon die schwere Variante eines Dreierwurfs mit so einem Backstep da. Ah, Leonie Kambach da. Das sie nicht gesehen. Jumpball, ein Uhr Ferne. Lisa Bertold fordert hier so ein bisschen mehr Talk Kommunikation ein. Zum Spiel ist ein Punkt vorne gerade für Osnabrück. Nachdem sie Superstart hatten ins dritte Viertel. Aber Leverkusen führt gegen Freiburg. Oh, okay. So, aber wir haben hier ja auch noch ein bisschen ein Spiel. Oh, ja, der Pfiff war spät. Aber richtig. Ihr könnt später euch unterhalten. Wir könnten jetzt mal ein bisschen wieder spielen, oder? Ja. Was gibt es denn da jetzt zu besprechen, so Wichtiges? Mein Moravitz steht an der Linie und wartet und will werfen. Du bringst sie ja komplett raus. Offensichtlich nicht. Ja. Sauber geblockt am Moravitz. Macht vorne ja. Die Punkte, die Freiwürfe und hinten hätte ich aber auch hinbekommen. Hätte ich auch hinbekommen. Das war ja, sorry, ja, das war ja zu offensichtlich. Fast eine Einladung. Jetzt müssen wir. Ausgleich! 59-59. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Ah, jetzt kommt die Crunch-Time. So ist es. Ja, Nicole Brochnitz hatte anfangs des Spiels hatte sie ihre 8 Punkte gemacht, seitdem nichts mehr. Ist die Dreierschützin? Ja, lass sie ruhig schießen. Boah. Ja, lass sie ruhig schießen, sagst du. Der ja, das war ironisch gemeint, sie soll einfach die Flossen hochnehmen. Von Herne. Zollmer, glaube ich, immer den ersten Foul. So, Littoranta und Wichse kommen für Beasley und Maria Maslin-Lagemann. Ball. Der sah von hier aus gar nicht so schlecht aus. Ja. So, das stimmt, ja.
zum Rebound. Ja. Kann sie nehmen, ist schon auch ihre Disziplin, aber der ist jetzt leider nicht reingefallen. Nachher. Schönes Pick and Roll. Defense. Ja. Mathis, da müssen wir nochmal. Da müssen wir nochmal ordentlich. Das Momentum ist jetzt dermaßen, ne? Also auf Hernes Seite. 59-61, hätte ich gesagt. Ist da im intensiven Austausch mit Mathis Rossacher. Ja. Sehr schön. Und der nächste Dreierversuch setzt. Ah! Oh, der ist noch. Rosa ist sehr unhappy, dass sie nicht das. Ja, die Rosa ist ein Schlitzer, das sage ich dir. Es gab da, glaube ich, auch noch Handzeichenkommunikation zwischen den Schiedsrichtern über dieses vermeintliche Flopping. Jetzt Defense. Ja, das ist natürlich ganz smooth gemacht hier. Ah. Nicht am Ring gewesen. Two Shots. War knapp, ja. Brandy kommt zurück. Wer muss raus? Enya. Ja. Bei Herne kommt Motto zurück. Gut so. Crunch-Time-Freiwürfe, die sind einfach schwerer als die in der zweiten Minute. Mismatch. Ja, klar. Nicole Brauchlitzer mit ihrem ersten Foul. Auch nicht mehr so da, wie sie mal früher da waren. Verteidigen jetzt, auf geht's. Ah, Bisi und Smart, oder die werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Die waren sich auf jeden Fall sehr uneins gerade. Gut so gemacht, sehr stark. Ja. Da geht die Hälfte auf Brandys Konto. Starker Move, echt.
Da ist ja, aber sie müssen jetzt auch in der Defense wieder die Schippe zulegen. Da ist wieder das Mismatch unterm Korb. Da muss dringend geswitcht werden. Hilfe ist da. Gut gemacht. Da sind noch 2 Minuten. Zwei Minuten und 2 vor für Herne. Da ist keine Bewegung da vorne. Da ist Phasen, wo da so viel gelaufen ist, also so Bewegung abseits des Balls in der Offense. Und ja, das jetzt ist wahrscheinlich auch systemabhängig. Sie wollten den Ball zu Naomi bringen, aber wir haben jetzt wieder unser mein wenig geliebtes Baseline-Einwurfspiel. Das immer irgendwie so endet. Gut. Geil. Come on, jawohl! Das war Power und Überzeugung. Ja, aber das brauchst du jetzt, ja, wenn du hier gewinnen willst. Und wenn du Vierter sein willst am Ende der Saison, jetzt musst du Herne zu Hause schlagen. Sorry. Gut verteidigt. Hol dir den! Gut so. 1 Minute. Ja, sehr gut. 4. Foul für Svetlikova. Oh, wir können auch noch in die Overtime gehen. Oh, Herne jetzt auch schon bei 5 Team Fouls. Nördlingen bei 3. Ja, das wäre nicht so. Was, wäre nicht so schlecht. Nee, die Teamfouls, dass wir da immer. Oh, ja. Dass wir da immer Würfe bekommen jetzt. Ja, aber du musst dann auch ziehen, Mensch. Die sind so trantütig gerade wieder. Gut. Auszeit, Herne. Ich glaube, er hätte einfach hinten haben wollen. Ja, hat er mehr Platz? Ich weiß nicht, was haben sie. Ja, aber das entscheidet doch nicht der Schiedsrichter, wo du einwirfst. Nee, natürlich nicht. Also da muss ja dann irgendjemand die falsche Ansage gemacht haben. Ja, oh, das war resolut, schon mal resolut zum Korb gegangen. Zwölf Sekunden. Der ist super. Yes! Starkes Ding von Brandy. So, vorletzter Angriff hier. Moravitz mit dem Dreier. Ich habe ja gesagt, sie werfen noch einen Dreier. Defense, Leute, come on. Defense! Foul, Brandy Beasley. Viertes Teamfoul erst. Ja, gibt Einwurf, aber neue 14 Sekunden, dann sind es nur noch eine Sekunde Rest. So, jetzt bitte kein technisches Foul hier beim Einwurf generieren. Alles im Spiel. Ja, da ist die richtige Verteidigung dort. Wow.
Wow, geiles Ding. Yes! Starker Move, gut verteidigt auch von Brandy, ohne Foul, weil sonst hätte es Würfe gegeben. Ja, das ist halt echt, also jetzt haben ein super Spiel heute hier und jetzt 6,1 Sekunden ja, noch. Die Angels haben zwei Freiwürfe. Ich meine, Freiwürfe kurz vor Viertelende. Ja, ist noch nicht rum. Und wenn ich so an Keltern denke, war das jetzt auch nicht so erfolgreich teilweise. Ja. Eiskalt. So, also die Overtime ist schon mal sicher. Eiskalt. Machen noch einen. Gut sieht er aus. Sehr stark, sehr stark. Starke Nerven. Ja, da ist es. Juhu! Also ich muss sagen, Glückwunsch nach Herne für dieses Spiel.